So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play FIFA Ultimate Team, FIFA 14 Ultimate Team. Ja, letzte Folge war ein eher glückliches 1 zu 1 bei einem sehr ausgeglichenen Match. Aber jetzt versuchen wir das zu ändern und werden jetzt versuchen, mal wieder zu gewinnen. Oh, das lassen wir uns doch nicht entgehen. Dortmund-Wappen hier, ey. Wieder Arsène Wenger, aber diesmal ein Barclay-Team. Und André Schürrle, Frank Lampard, Dzeko. Ja, relativ ordentliche Spieler. Auf jeden Fall natürlich 100 Chemie, wenn sie alle Barclay sind. Heute muss ein Dreier her. Ja, ne. Wir spielen auch noch im Signal Iduna Park. Und der Unparteiische im heutigen Spiel heißt Sergej Piputkin. Und das sieht nach einer guten Torschütze. Oh, wir sind da so langsam. So eine Chance bekommt er nie mehr wieder. Das war knapp. Jawohl, abgefangen. Wesley Sneijder. Ja, da viel zu leicht. Geht dazwischen und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln. Ja, unser Bundesliga hier wird heute leider nicht so viel zu berichten, was einfach daran liegt, dass die alte Folge gerade eben erst entstanden ist. Oh Mann! Boah, was eine Flanke, Alter. Nein, da war die Riesenchance schon da. Da war die Riesenchance schon da. Wesley Sneijder. Frank Lampard, jetzt will er den Ball. Nigel de Jong. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Wesley Sneijder. Abseits? War das ein Abseits? Abseits. Er ist einfach. Ah, ganz schön eng, aber. Na ja, gut. Oh, er hat schnelle Stürmer, er hat schnelle Stürmer. Die ziehen mir weg. Die ziehen mir weg. Aber kein Problem jetzt hier. Wir versuchen das Ding jetzt zu machen. Nein, da hätte ich gerne den Ball bekommen. Oh oh, Konter, oh oh, Konter. Oh, am Ende konnten wir sie dann ablaufen. Und die Situation ist bereinigt. So, wenn ich mir jetzt noch den Ball über. Ja. Reingrätschen, beste Methode der Welt. Nein, wieso konnten wir den dann werfen? Scheiße! Ich habe auf Flanken geklickt, ey. Das war natürlich die beste Situation überhaupt. Oh, fail. Ja. Das war die beste Idee, die du. Das war die beste Möglichkeit da. An dieser Stelle. Kommen hier alles andere als. Ja, da lässt er den Kicker ins leere Grätsch. Ja, wunderbar gemacht. Sehr, sehr schön. Das ist einfach die Folge des guten Auges. Nein. Dzeko. So grätscht mein erfolgreicher Kollege. Vorteil, sie wird Vorteil. Der Schiedsrichter hat kurz nachgedacht. Vorteil oder Pfiff? Er entschied sich für den Pfiff. Oh. Einen fetten Freistoß. Ah, die war zu nah am Tor. Die war leider zu nah am Tor. Nein! Den Ball hätte ich locker gehabt. Ja, wir lassen ihn mal da machen. Diese Grätsche hat keiner gesehen. Genau hingeschaut. Ja, und die Flanke abgefangen. Die Gus
Oh. Da sollte der nicht hin, FIFA. Da sollte der nicht hin. Ist er ein Idiot. Nee, gar nicht gut. Danke. Boah, voll zum Gegner, aber er auch. Nein! Da sollte der mal wieder nicht hin, FIFA. Diese Engine macht mich, treibt mich in den Wahnsinn. So. Danke für den Ball. Ab nach vorne jetzt. Ah, er hat die schnelleren Spieler, da komme ich nicht hinterher. Also wenn der hier ein Tor gegen mich macht, das ist echt eine Beleidigung. Genauso gut dieser Abstoß. So, jetzt spielen wir ihn aus. Nein, abseits. Ah, ich hab es gesehen. Shit. Er ist noch zurückgegangen. Aber es war leider zu spät. Ah, diese Abseitsfalle hier bei den Leuten, das ist echt eine Krankheit. Die Spieler rennen halt. Boah, übelst häufig ins Abseits. Na gut. Lass mir den halt da. Ja gut, wenn ich jetzt auslaufe, bin ich gut. Ah, viel zu nah am Tor. Mann, meine Taktik funktioniert das sonst immer so gut. Ja, ich weiß, bla bla, bisschen stumpf und so, aber... Nein, wenn der angekommen wäre, Ich glaube, das wäre das 1:0 gewesen. Ah, ich dachte. Nicht so viel in den Lauf passen, das ist tödlich. Zur Halbzeit steht es 0:0. Ja, Frank, ich habe eine gute erste Hälfte gesehen. Kannst du mir da zustimmen? Ja, außerdem würde ich mich nie trauen. Mini-Derby hier sozusagen. Es ist alles in Ordnung. Schiedsrichter pfeift. Ja, du kannst toll tricksen, Junge. Du kannst toll den Ball verlieren. Oh, wo spielt der denn hin? Nein! Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Ah, den hat der Stick hier im Bock. Immer gut, wenn der Schiedsrichter gleich am Anfang ein Zeichen setzt, der muss Freistoß machen. Ja. Muss er aufpassen, denn wenn die alles wollen, dann nur nicht das ausgerechnet der vom Platz. Gut. Ah, super schwacher Freistoß. Ich hab doch schon den Pass vorher gedrückt. Balleroberung im Mittelpunkt. Oben. Entweder passiert das hier nur. Schneider.
Das gibt es doch nicht. Kann ich mal bitte meine Chancen nutzen? Das wäre extrem von Vorteil. Gib mir doch den schnelleren. Die Flanke kommt gut. Ist klar, ist klar. Ist klar, wie unverdient. Mann. Oh, scheiße, Alter. Boah. Ja, das ist, wenn man seine Chancen nicht nutzt. Ist, wenn man seine Chancen nicht nutzt. Bis zur zweiten Halbzeit gedauert. Aua. Er muss schnell entscheiden und er entscheidet Vorteil. Oder er entscheidet richtig. Die Chance. Nein, nein. Wieso habe ich denn direkt geschossen? Und wieso leckt er jetzt? Zweikampf um den Ballbesitz. Boah. Wieso hat das jetzt so geleckt? Das ist die Frage der Fragen. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Jetzt ist Tor. Ja, und damit nimmt der beim Gegner den Offensivschuss. Mann, ich habe aber auch nie in die zweiten Bälle, wenn ich da so reinflanke. Ich habe nie die zweiten Bälle da, die muss ich spielen lassen. Nie den zweiten Ball. Ja, das gibt einen Eckball. Da muss ich mal gucken, dass ich das vorm Tor hinkriege. Dass ich da den zweiten Ball, den Abpraller kriege. Dann sieht's gut aus für mich. Auch noch eine Ecke? Nein. Ganz schlechte Ecke. Und jetzt Robin van Persie. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Er hat den schnelleren Verteidiger. Er hat generell die schnelleren Spieler. In der Mitte, wo sich sonst alles knubbelt, da ist es jetzt frei. Was? Habt ihr mit jetzt? Na gut. Ja! Sicher. Puh. 72. Da bleibt noch genug Zeit. Da bleibt noch genug Zeit. Eiskalt, mittig. Ah, ich hatte schon Schiss, dass er seinen Torwart in der Mitte stehen lässt, aber... Das ist kein Problem gewesen. Möglicherweise was. Wesley Sneijder. Oh, rot. Würde mich nicht wundern, wenn es rot gibt. Oh, was? Keine Karte? Das war ja nur auf den Mann. Das war ja echt nur auf den Mann. Keine andere Option für den Referee. Und hier ist die Zahl der Fouls bisher. Nein. Gute Ballannahme. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Was setzt er zum Kretscher? Da haben wir Elia, der ist schnell und wird vom Ball getrennt. Elia ist echt göttlich da auf der Seite. Der hat einen guten Pace-Wert. Oh, diese... Das hier mit Egge. Aber er hält ihn fest.
Ja, erstmal voll gegeneinander laufen. Realistische FIFA Engine hier. Der ist wirklich schier unüberwindlich. Jetzt bleibt gerade unentschieden. Welche Mannschaft hat mehr aufs Tor geschossen? Hier kommt die Statistik. Achtung, hier brennt sich vielleicht was an. Können Sie die Flanke verwerten? Ne. Die kann ich leider nicht verwerten. Ah, keine mehr. So, jetzt versuchen wir aber hier noch ein Tor. Komm bitte. Ein Tor. Ich glaube, der Elias ist wirklich mein Mann des Spiels. Wenn er den jetzt macht, ist er eine Legende. Boah. Hätte man aber auch als Foul werten können. Oh, jetzt stehe ich hinten mit wenigen Leuten. Nein! 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 90. Minute, du Penner! Ja, das ist die Niederlage für mich. Achtung, Wetten, er versucht jetzt auch durchzulaufen. Er versucht jetzt auch durchzulaufen. Was für ein Fußballspiel, was für eine Dramatik. Wer jetzt abschaltet, ist selbst schon. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Nein. Ja, ihr wisst, was jetzt kommt. Nein, das werde ich verlieren. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Er hat so schlecht gespielt. Er war so scheiße. Er war so scheiße. Oh, ärgert mich. Boah. Ja, was willst du machen? Knapp verloren. Naja, nichtsdestotrotz danke ich fürs Zusehen und ich sage bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.